Wir spielen heute ein neues Roblox-Spiel. Und damit herzlich willkommen zu Horse Racing Club, ein neues Roblox-Spiel, was ich schon eine ganze Weile auf Instagram verfolge. Ich hatte euch auch schon mal davon erzählt. Und jetzt ist es seit gestern Abend rausgekommen. Was können wir hier machen? Wir werden hier unser eigenes Pferd haben. Wir können, ähnlich wie bei Elysia Online, Magierennen reiten auf unterschiedlichen Strecken. Unser Pferd aber auch customizen, Roleplay machen. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Tutorial an, weil, ja, ich habe noch nicht reingeschaut bislang. Und bislang muss ich übrigens sagen, ich finde die Musik sehr, sehr cool. Willkommen zur Horse Racing Club. Danke, dass du vorbeischaust. Mein Name ist Coco. Ich möchte dir jetzt beibringen, wie man das Spiel spielt. Okay. So, du kannst Pferde kaufen und wechseln, indem du diesen Button auf der Seite drückst, diesen Pferdebutton. Alle Pferde kosten Racing Coins und du kannst sie durch Quests, Rennen und Wettbewerbe verdienen. Um einen Wettkampf zu starten, klicke auf diese Fahnen da oben. Wenn du das Rennen gewinnst, dann bekommst du Racing Coins. So, um schneller zu reiten, kannst du den Dash-Button drücken, um in die nächste Gangart zu kommen. Wenn du galoppierst, dann wirst du... Ah, ne, da kann man das für einen Boost drücken. Okay, have fun. Gut, ein kurzes Tutorial war's. Oh, und da sind wir schon. Warum haben die Pferde bei mir gerade keine Nüstern? Ich muss mal ganz kurz schauen, kann ich hier irgendwie die Musik ein bisschen leiser drehen? An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Da ist unser Palomino. Ich frage mich gerade, warum wir keine Nüstern haben. So, da können wir einen Wettkampf starten. Also ich habe auch keine Nase. Oh, wir haben ein Palomino. So, wir können traben. Ah ja, wenn wir W drücken, dann bewegen wir uns. Und wir können galoppieren, also Arbeitsgalopp oder schneller Galopp. Und da können wir dann halt einen Dash nutzen. Okay, gut, ich bin sehr gespannt. Auf der Leertaste können wir springen. Upsala. Direkt erstmal reingeknallt hier. Ja, ich würde sagen, hier können wir in den Stall. Okay, aber ich würde sagen, wir reiten vielleicht erstmal ein Rennen. Wenn uns das der Pfeil schon sagt, dann machen wir das auch mal. Bin ich gespannt. Race Lobby. Seconds left. Okay. Wir müssen uns jetzt ein bisschen gedulden. In einer halben Minute geht's weiter. Oh, guck mal. Die hat schon Sattelzeug drauf. Sattelzeug, ein Schleifchen hat sie schon drauf. Zaumzeug noch nicht. Ach, ich sehe gerade, ich habe ja auch schon einen Sattel drauf. Ups. Hatte ich das eben draußen auch schon? Jetzt bin ich verwirrt. Was können wir hier machen? Hier können wir Racing Coins kaufen. Ich bin mal gespannt, wie viel wir bei einem Rennen bekommen. Wenn ich hier auf das Haus draufklicke, dann gehe ich bestimmt raus aus dem Rennen. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht, weil es geht jetzt los. Map Selector. Ach, guck, das ist so ein bisschen gemacht wie bei... die hier unten. Das ist so ein bisschen gemacht wie bei Mario Kart. Da gibt es doch auch diese Map Selection. Nur, dass man da halt eine Stimme abgeben kann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da waren... Das war ja schon mal nichts. Allein! Ich habe noch ein Problem mit der Steuerung, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich kann entweder, und das ist gerade so mein Problem, ich habe die ganze Zeit versucht, ich glaube, ich muss mit der rechten Maustaste steuern, ansonsten kriege ich das nicht gescheit hin. Also man kann natürlich auch mit S oder D, nein, mit A oder D kann man natürlich auch steuern, aber das Problem, was man dann hat, ist, oder was ich dann habe, ist, die Kamera dreht sich nicht mit. Die Kamera dreht sich nicht mit und dann seht ihr nicht mehr, wo ihr hinreitet. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mit der rechten Maustaste zu steuern. Das geht dann definitiv besser. So, jetzt muss ich hier mal gucken, dass mich... Aber cool gemacht, ne? Oh, geh weg, Wand, geh weg, Wand.
Nein, oh nein. Oh. Also es könnte definitiv besser laufen hier. Was macht das? Ich glaube, das macht hinter mir ein Kristall oder sowas auf dem Boden. Boah, wie gemein. Da hatte ich jetzt gerade gar nicht mit gerechnet. Da hatte ich jetzt gerade ja gar nicht mit gerechnet. Alter Schwede. Was bringen mir die Hufeisen? Das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Ich glaube, jetzt habe ich eine Eiswand hinter mich gesetzt, so Alicia Online-like. Ich glaube, es ist schon ganz gut, die Hufeisen mitzunehmen. Bin ich denn jetzt gerade? Sehe ich irgendwo eine Anzeige, auf welchem Platz ich bin? Oh krass, die ist gerade extrem an mir vorbeigedasht. Race Status, Lab 2 von 2 sind wir auf jeden Fall. Aber hier, mein Pferd und ich, wir sind schon eins. Aber wie cool ist das gemacht? Ich finde es ja krass, muss ich sagen, was man in Roblox so alles machen kann. Ich als jemand, die sich ja Ewigkeiten nie mit Roblox beschäftigt hat, ich habe ja eh überhaupt gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Ach so, ich lege die dann so längs. Ich dachte, dass ich die hinter mich lege. Aber die Runden sind auch lang, ne? Ich glaube, das habe ich jetzt hinter mich gelegt. Yay, wir sind Zweiter geworden. Wir haben 360 Racing Coins verdient. Ah, und jetzt können wir theoretisch... Ah, wir können jetzt hier in der Lobby drin bleiben. Und dann startet ein Rennen nach dem anderen. Und was kann ich mir jetzt kaufen mit den... Ach so, jetzt bin ich ganz hier rausgegangen. Hups. Ich habe übrigens manchmal das Gefühl, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das jetzt hier wirklich Nacht ist. Shop, warte mal, wir haben 420 Racing Coins. Wo kann ich denn... Ah. Oh. Das ist schon süß. Select Color, genau. Und das können wir entweder deaktivieren oder aktivieren. Aber ich weiß nicht, was wir noch alles so was wir hier sonst noch alles freischalten können. Pferd, your horses, buy horses. Was können wir denn hier für Pferde kaufen? Hannoveraner? Ach, das sind alles Hannoveraner. Das ist ein... Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Fjordi. Oh, das ist voll süß. 4000 Racing Coins. Okay, das heißt, wir müssen da auf jeden Fall... Oh, wie süß. Ein Chinkotik. Die sind aber auch teuer. Paint Horses haben wir hier noch. Wir haben Shire Horses. Und scheinbar werden die immer teurer. Das Shire Horse ist mit 6.700 das teuerste. Und der Hannoveraner kostet 1.900. Also den kriegen wir, der ist am günstigsten. Okay. Muss ich mal gucken, was können wir denn hier? Redeem Codes, ja, das... Ach, das ist unser Dressurmenü. Kann ich das auch irgendwie? Ja, das kann ich auch ausmachen. Und hier haben wir Quests. Eine Daily Quest und Race Quests. Celeste Jumping Race, Laura's Woodlands Track. Ah, okay. Find the Missing Foal. Huch. So, also hier können wir auch Aufgaben machen. Dann lass uns doch mal gucken, ob wir das Fohlen finden können. Oh, oh. Guck mal.
Sie ist traurig, weil ihr Fohlen weg ist. Hey, ich brauche deine Hilfe. Ich habe meinen Fohlen Diamond verloren. Er ist mein, ja, Ride or Die ist wahrscheinlich mein Ein und Alles. Kannst du ihn für mich finden? Ich werde dich auch belohnen. Ich habe ihn im Dorf auf dem Hügel gesehen, bevor ich ihn verloren habe. Im Dorf auf dem Hügel? Warte mal, kann ich da... Ah, okay, also ich kann nur mich zu ihr leiten lassen. Ach, guck, da hinten haben wir auch noch eine Quest. Da haben wir auch noch, ups, auch noch eine Quest. Aber wo ist das, dass ich, hier ist ein Hufeisen. Ah, die bringen mir Racing Points. Racing Coins. Ach, guck, hier haben wir auch noch Quests. Hier sind recht viele Quests. Ich würde aber ganz gerne erstmal die eine Quest abschließen. Bevor ich mit was anderem anfange. Können wir durchs Wasser durchreiten? Oh, es ist schön gemacht. Ich mag die Umgebung. Da hinten ist ein Dorf. Ist es auch das Dorf auf dem... Oh, wir können Flummi spielen. Das sieht aus wie ein Zauberer. Hier hinten ist ein Zeltlager. So, das hier wird das Dorf auf dem Hügel sein. Und das hier wird das Fohlen sein, nehme ich doch mal stark an. Ja, Quest completed. Okay, wir haben es gefunden. Ah, Diamond! Vielen lieben Dank! Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin. Und ich habe so schnell geredet, dass mein Questtext leider schon weg ist. Das ist echt süß gemacht. Guck mal, wie schön. Ich finde es total goldig. Mein Charakter sieht so ein bisschen deplatziert aus. Es ist voll süß. Komm, wollen wir noch ein Rennen reiten? Ich will auf jeden Fall mal noch gucken, was es noch so für Strecken gibt. So, guck mal, jetzt sind wir schon so ein bisschen... Oh, guck mal, hier ist schon jemand ein bisschen mehr geritten. Die hat sich schon ein weiteres Pferd gekauft. Also das hier ist so scheinbar unser Standardpferd, womit jeder anfängt. Oh, guck mal hier, ich bin perfekt reingekommen. Und es ist diesmal... Oh! Ist das eine Wüstenstrecke? Ja, ne? Wilderness. So, Leute. Hier direkt den Dash mitnehmen. Hä, habe ich das gerade nicht eingesammelt? Oh, verflixt. Hä, sammle ich die gerade nicht ein? Ich wüsste übrigens mal gerne, ob die anderen Rassen auch irgendwie besser sind. Ah nein, verflixt. Ich wüsste gerne, ob die besser sind. Ob die schneller sind zum Beispiel. Das fände ich mal interessant. Das habe ich auf jeden Fall eingesammelt. Verliere ich eigentlich Zeit, wenn ich... wenn ich springe? Weiß ich nicht. Das würde mich auch mal noch interessieren. Aber ich glaube, die Angriffe hier, die gehen immer nur nach vorne. Ich glaube, die gehen nicht wie bei Alicia Online auch nach hinten. Ich glaube, die... ich glaube, damit kann ich immer nur nach vorne schießen. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe noch nicht so ganz raus, wie ich am besten die Skills verwende. Das ist noch nicht so... Oh nein, jetzt habe ich mir aber selber ins Bein geschossen. Ah, verflixt. Shit. Ah, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Ich hätte die jetzt kriegen können. Ich hätte die kriegen können, weil die ausweichen musste. Oh, und jetzt habe ich... Also... ich lege mir das immer selber in den Weg.
Also ich bin definitiv noch nicht gut, Leute. Ich bin definitiv noch nicht gut. Hat das auch schon wer von euch gezockt? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es auf jeden Fall total süß. Und will da auf jeden Fall mal noch weiter reinschauen. Also es gefällt mir bislang echt gut. Solide gemacht, solide gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange das letzten Endes gedauert hat, das jetzt zu entwickeln oder hier auf die Beine zu stellen. Ich weiß nicht, inwieweit man hier entwickelt. Ich weiß nicht, inwieweit man oder wie man hier die Modelle selber erstellt. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt hier ein Roblox-Spiel mache, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da meine Zeit nicht für reichen wird. Aber ich fände es total interessant, einfach mal zu hören, wie das funktioniert. So, kann ich mich hier theoretisch auch abkürzen? Ja, ne? Theoretisch ja. Ja gut. Immerhin der dritte Platz. Immerhin der dritte Platz ist es geworden. Ihr Lieben, ich würde mich aber für heute von euch verabschieden. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euer erster Eindruck ist und habt ihr es schon gezockt? Ich bin gespannt und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!